Noel Bader, 3 Wochen kein Spiel, dann so eine Leistung. Heute sind wir als Mannschaft zusammen im Kühlschrank gesessen, um die Form zu konservieren, die man vor dieser Pause hatte. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einen guten Job jetzt gemacht in diesen Tagen. Also zuerst waren wir natürlich daheim, aber nachher haben wir ein paar Tage gehabt, wo wir uns wieder zusammenfinden konnten. Ich glaube, wir haben dort sehr gute Trainings gehabt mit den Coaches und haben uns eigentlich auf den richtigen Weg wiederbringen. Jetzt ist das sehr eine ungewöhnliche Situation gewesen. Zuerst haben wir selber in Quarantäne müssen, dann hat man nicht können spielen, weil der Gegner in Quarantäne war. Wie geht man als Mannschaft oder als Sportler mit dieser schwierigen Situation um? Ja, es ist sicher nicht einfach. Man hört so viele Neuigkeiten in den Medien. Es gibt so viele Gerüchte, die rumgehen. Und man weiß nie genau, was einen erwartet. Aber schlussendlich können wir unsere Leistung bringen. Und wir können beeinflussen, wie wir trainieren, was wir spielen. Und wir müssen uns auf das fokussieren und alles rundum so gut wie möglich ausschalten. Das scheint vor allem auch für Sie persönlich heute sehr gut funktioniert zu haben. Sie sind zum ersten Mal zum Einsatz gekommen und haben gerade ein riesiges Spiel gemacht. Für den Shutout hat es nicht ganz gelangt. Wie haben Sie das Spiel heute erlebt? Ja, ich habe sicher gewusst, dass ich spiele, schon ein paar Tage, und habe mich dazu auch vorbereiten können. Es ist sicher schön, wenn man so gerade mal das erste Saisonspiel starten und auch gerade gewinnen. Aber ich muss auch den Jungs ein Kompliment geben. Wir haben ein paar Blockshots gehabt, wir haben sehr gut Boxplay gespielt und ich glaube, in der Zone haben wir recht zugemacht und in den richtigen Moment haben wir nicht gut schiessen.